das Ding. Live, laut, lässig. Ich liebe euch das und ich Ding liebe TV. Southside. Southside! Southside! It's awesome! The South Festival! Southside! Endlich wieder Southside. Wir machen mal einen kurzen Lagecheck. Hier hinter mir, wie jedes Jahr, die Green Stage. Direkt daneben steht die fette Blue Stage. Hier kann man sich zur Not immer noch Cash rauslassen. Ist auch wichtig, denn hier gibt's das Bier, das kostet dieses Jahr 3,50 Euro. Und da drüben ist die Red Stage. Ein weißes Zelt gibt's auch noch. Von außen sieht's ziemlich voll aus, von innen auch. Und das Ding-Zelt ist auch wieder am Start. Klare Sache. Da gibt's auch diese fantastischen, stylischen Regencapes. Möchtest du das haben? Ja. Natürlich möchtest du das haben, weil die sehen echt geil aus. Aber die gute Nachricht ist, dieses Jahr braucht man die überhaupt nicht, denn es ist wieder fantastisches Wetter! Oder nicht! Nach 3 Jahren Schlammapokalypse auf dem Southside ist die Sonne endlich wieder in Neuhausen-Obeck am Start. Okay, einen kleinen stürmischen Auftakt gab es dann doch am Donnerstagabend. Alle Zelte rundherum auf unseres geflogen. Unseres war das einzige, das am nächsten Morgen gestanden hat. Hey, gib! Aber sonst ist das Southside 2012 komplett trocken. Vielleicht war das Festival ja auch deshalb so früh ausverkauft wie noch nie zuvor. 55.000 Festivalbesucher sind mit mächtig viel Gepäck zum ehemaligen Flugplatz angereist. Beer is my favorite band here. Ich weiß, es ist kaum zu glauben, aber es gibt sogar Leute, die auch wegen der Musik angereist sind. Unter den 96 Bands sind auch ein paar echte Highlights dabei, zum Beispiel Mumford & Sons. Für einen melancholischen Samstagabend sorgen The Cure. Oder Wolfmother, die mal wieder die üble Rockpeitsche auspacken. Und natürlich spielen auch die Ärzte. Wir würden euch gerne ein paar Bilder von dem Live-Auftritt zeigen. Leider haben Bela Farin Rotter irgendwie keinen Bock drauf. Ich weiß auch nicht genau warum. Aber deshalb gibt es jetzt für euch die schönsten Hotdog Girls in Slow Motion. Du freust dich auch, oder? Aber mindestens genauso gut ist der Gig von Noel Gallagher. Nach 7 Jahren lässt er sich endlich mal wieder auf dem Southside blicken. Ohne Bruder, dafür mit den High Flying Birds. Noel muss bei seinem Gig übrigens gegen die härteste Konkurrenz anspielen. Die deutsche Nationalelf. Auf dem Campingplatz wird das EM-Spiel gegen Griechenland live übertragen. Nach dem klaren Sieg der Deutschen ist der Feiermodus auf dem Campingplatz endgültig aktiviert. Und die Landebahn mutiert mal wieder zum Laufsteg für die Southside Freak Show. Hey, du siehst wirklich gut aus heute. Du hast Stil. Und das nicht nur von vorne, auch im Profil. Ich will eine Pizza. Nein, nein, nein. Viel von dem, was du tust, ist wichtig. Und das weißt du auch genau. Du sagst 1000 neue Bücher. Hast du dir gerade gekauft? Das ist ja. Antwort drauf. Abends liegst du manchmal wach. Fragst dich, was mach ich hier? Beginnst ein neues Leben. Und was machen wir? Saufen! Saufen!
das Ding. Radio, Fernsehen, Internet.